Der Sommer gibt noch mal alles und da ist natürlich viel Trinken wichtig. Am besten Wasser, aber welches denn? Sind in Mineralwasser wirklich mehr Mineralstoffe drin als in Leitungswasser? Alles über Wasser, gleich bei Service Trends. Das ist eines der Themen heute Abend in Max. Vielen Anwohnern droht mit der Straßensanierung vor der Haustür der finanzielle Ruin. Die Bürger sind verzweifelt und laufen Sturm gegen die eigene Gemeinde. Wir haben unser bisschen Geld zusammengekratzt, um nicht Schulden machen zu müssen. Ist traurig, dass man so abgezockt wird. Max, heute 20.15 Uhr. Das hier ist ja mal eine Menge. 147 Liter Mineralwasser. So viel kauft jeder Hesse, jede Hessin im Jahr durchschnittlich ein. Und gerade jetzt bei der Hitze sollen wir ja trinken, trinken, trinken. Hallo bei Service Trends. Schön, dass Sie bei uns sind. Kisten schleppen oder einfach den Hahn aufdrehen? Dass unser Leitungswasser sauber und sicher ist, das hat sich ja inzwischen rumgesprochen. Aber wie sieht's denn mit dem Mineralstoffgehalt aus? Haben da die gekauften Flaschen tatsächlich die Nase vorn? Die Stiftung Warentest hat den großen Wassercheck gemacht. Erfrischung aus der Natur in Trinkwasserqualität ist hierzulande in vielen Gegenden verfügbar. Wie aus der Fulda-Quelle in der Rhön, unterhalb der Wasserkuppe. Quellwasser ist beliebt bei Wanderern und Sportlern, um sich unterwegs zu erfrischen. Ist keine Quelle in der Nähe, greifen wir zu Mineralwasser aus der Flasche oder zu Leitungswasser. Trinkwasser hat preislich Vorteile. 0,5 Cent pro Liter kostet es im Schnitt. Im Test von Stiftung Warentest reichte die Preisspanne bei Mineralwässern von 24 bis zu 70 Cent pro Liter. Betrachtet man den Preis, geht Leitungswasser somit klar als Sieger hervor. Stiftung Warentest hat Leitungswasserproben in ganz Deutschland genommen. Die Probeentnahme in den Rathäusern der Testorte erfolgte anonym. Entnommen wurden die Proben im Waschraum der Rathäuser. Das Ergebnis? Das Umweltbundesamt bescheinigt deutschem Trinkwasser seit Jahren eine gute Qualität. Wir haben jetzt das erste Mal Trinkwasser getestet und Proben aus 28 deutschen Städten und Gemeinden auf bestimmte Parameter untersucht. Und unser Test zeigt auch, dass Trinkwasser eine gute Qualität hat. Die Proben aus ganz Deutschland zeigen, unser Trinkwasser ist gut, aber nicht makellos. Je nachdem, woher das Wasser kommt, gibt es verschiedene Herausforderungen. Also wir haben in einem landwirtschaftlich geprägten Ort die höchsten Nitratgehalte festgestellt und viele Pestizidabbauprodukte. In Gegenden, wo viele Menschen zusammen wohnen, wie in den Großstädten, da haben wir Süßstoffe nachgewiesen. Diese Stoffe haben wir aber immer nur in Spuren gefunden, also in Millionstel Gramm. Die sind sehr klein und sind gesundheitlich unkritisch. Außerdem im Test 30 stille, natürliche Mineralwässer von Markenanbietern. 5 in Glasflaschen, 25 in PET-Flaschen. Da erwartet man als Verbraucher natürlich einen hohen Mineralstoffgehalt. Aber anders als der Name Mineralwasser vermuten lässt, enthält nicht jedes Mineralwasser viele Mineralstoffe. Im Test ist jedes zweite Mineralwasser nur gering mineralisiert. Nur 6 enthielten hohe Mineralstoffgehalte. Außerdem haben wir in 5 Mineralwässern oberirdische Verunreinigung nachgewiesen. Diese Spuren sind unkritisch, deuten aber eben darauf hin, dass die Quelle nicht ausreichend geschützt ist. Und wir haben in 6 Produkten erhöhte Keimgehalte nachgewiesen. Die sind für Gesunde unkritisch, können aber für Immunschwache unter Umständen riskant sein. Die Tester raten, diese 6 Produkte für Säuglinge und Immungeschwächte vor dem Genuss abzukochen. 10 stille Mineralwässer im Test sind geschmacklich einwandfrei, enthalten keine oberirdischen Verunreinigungen oder nennenswerte Mengen anderer kritischer Stoffe. Sie sind auch für Immunschwache geeignet und auf ihre Kennzeichnung ist Verlass. Ja, da haben wir schon die ersten Aha-Erlebnisse zum Thema Wasser gehabt. Und noch mehr gibt es jetzt von unserem Ernährungswissenschaftler Dr. Stefan Lück. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Jetzt bei diesen heißen Tagen heißt es ja immer viel trinken. Mhm. Was ist viel? Was ist genug? Ja, da steht ja im Raum diese 2 Liter. Mhm. Ja, aber das ist ja immer so eine Sache. Wenn ich viel schwitze, wenn es draußen heiß ist, muss das nicht unbedingt reichen. Mhm.
Es gibt einen Indikator, der mittlerweile wissenschaftlich belegt ist. Und der ist total einfach. Ich muss auf die Toilette gucken, was da nämlich da vorne aus dem Piephahn rauskommt oder woanders. Ja, das sollte im Prinzip hellgelb sein. Und es kann manchmal sein, dass die Leute denken, ich habe doch so viel getrunken. Ne? Aber wenn ich das dann sehe, dass es eben dunkler ist, dann ist es ein Signal. Bitte leg noch mal nach. Ein, zwei Gläser sollte man noch mal trinken. Und wenn ich wirklich nach anderthalb Litern überhaupt keinen Durst mehr habe, ist das nicht auch ein Indikator oder ein Zeichen dafür, dass es genug ist? Ja, ich habe leider jetzt wieder irgendwo gehört, dass das als Indikator genommen wird. Nein, Durst ist nicht unbedingt ein Indikator. Durst kann ich abtrainieren, aber ich kann auch Durst antrainieren. Also Sportler, die ganz viel trinken, bekommen Frühdurst. Aber Leute, die immer weniger trinken, zum Beispiel auch die älteren Menschen, haben oft das Problem, dass sie keinen Durst mehr verspüren. Dem wird schlecht, der Kreislauf bricht zusammen. Und erst dann fangen sie an, darüber nachzudenken, ja, ich sollte ja mal was trinken. Gut, und wenn man so viel trinkt, wie Sie es eben beschrieben haben, dann muss man ja auch ab und zu mal zur Toilette gehen. Also dann auf die Farbe kommt es an. Genau. Wir wollen uns gleich mal ein Gläschen Wasser einschenken. Und Sie hätten jetzt die Wahl, Frankfurter Leitungswasser oder ein gekauftes Mineralwasser aus der Flasche? Was darf also ich Ihnen einschenken? Also ich bin mit dem Frankfurter Wasser sehr zufrieden. Echt? Ja. So aus der Stadt? Ja, zu Hause mache ich nichts anderes. Ich nehme, jetzt komme ich aus Köln, ja, das ist natürlich auch aus der Stadt. Ja, aus der Stadt. Ja, also da habe ich so einen Sprudler. Dann nehme ich das auch. Ja, da wenn Sie es trinken, dann werde ich davon auch nicht sterben. Nee, überhaupt nicht. Prost. Prost. Ja, Prost. Probieren wir einfach mal. Jo. Ja. Ist ja Wodka. Entschuldigung. Nein, lecker. Also Sie mischen das zu Hause so? Oder? Genau, ich sprudel es einfach auf, es spart mir das Schleppen und ich werde immer wieder informiert über meine Wasserwerke, was für ein Wasser ich bekomme und das ist immer optimal, das ist gut, es hat auch einen relativ hohen Kalziumanteil, von daher bin ich da sehr zufrieden und die Höchstmengen, die ja dort vorgeschrieben werden für Schadstoffe, Pestizide etc., die werden eben nicht überschritten, ist ein sehr kontrolliertes Lebensmittel und da verlasse ich mich drauf und das schmeckt mir und das reicht mir vollkommen aus. Es gibt Ausnahmen. Wenn ich jetzt unterwegs bin, ja, also im Auto oder so, dann nehme ich mir auch meine Fläche Mineralwasser mit. Mhm. Oder wenn ich jetzt mal laufen gehe oder Sport treibe, dann weiß ich ja schon, wenn das längerfristig ist, dann kann ich auch mal Mineralwasser nehmen. Denn darin sind natürlich auch Mineralstoffe enthalten, die mir dann gut tun. Also Magnesium. Wenn es ein gutes Mineralwasser ist. Ne? Was das auszeichnet, liebe Zuschauer, das sagen wir Ihnen gleich. Noch ein Momentchen wollen wir noch beim Leitungswasser bleiben, weil ich wohne in Mittelhessen. Okay. Da haben wir in diesem Sommer mal ein paar Tage oder ich glaube, es war sogar über eine Woche ein bisschen gezittert, weil das Wasser verunreinigt war mit Darmbakterien und wir mussten es tatsächlich abkochen. Ja. Also doch nicht alles so sicher? Ich sehe das eben anders. Hier greift ein super Alarmsystem. Ja? Bei anderen Herstellern, bei anderen Lebensmitteln, das weiß ich aus der Lebensmittelbranche, dauert das manchmal Tage, Wochen, bis das rauskommt, dass es so ist. Hier wurde sofort festgestellt, durch das gute Alarmsystem, es sind hier Verunreinigungen da, ob die jetzt gefährlich sind oder weniger gefährlich sind, sie überschreiten aber die Menge, die also sozusagen vorgeschrieben ist und dann werden sofort Maßnahmen ergriffen und da bestand im Prinzip dann auch gar keine Gefahr mehr. Aber das zeigt mir, hey, die sind wachsam, die passen genau auf, dass das Lebensmittel wirklich so sicher bleibt, wie wir es auch erwarten. Also aber noch ein Aber, wenn ich da mehrere Liter am Tag von trinken soll. Eben im Beitrag haben wir gehört, es wurden Spuren von Arzneimitteln, es wurden Süßstoffe gefunden. Das sind auch nicht unbedingt Sachen, die ich in meinem Wasser haben will. Wir sind ja alle ziemlich verwöhnt hier in Deutschland. Also Deutschland hat ein Riesenkapital, nämlich wir haben viel Wasser. Ja, und es werden schon Kriege geführt über Wasser. Wir müssen einfach wieder dahin kommen und sagen, Wasser ist wertvoll. Wir müssen aufpassen, nicht alles in die Spüle schmeißen, ob das Arzneimittel sind, einfach runterspülen sozusagen oder irgendwelche Süßstoffe verwenden und einfach runterkippen. Das muss entsorgt werden. Gerade die Medikamente, da sollte man wirklich zum Apotheker gehen, die wirklich abgeben, damit sie nicht ins Trinkwasser gelangen. Denn die können oft nicht rausgeholt werden durch die Wasserwerke und dann verbleiben sie drin. Auch wenn die Werte jetzt nicht so hoch waren, dass wir da gefährdet sind. Aber sie sind drin und sie nehmen zu. Und die Wasserwerke tragen eine große Verantwortung und haben auch Probleme, damit umzugehen. Aber Sie würden es trotzdem trinken? Ich bin damit super zufrieden. Okay, liebe Zuschauer, was würden Sie denn gern zum Thema Wasser wissen? Sie können uns jetzt anrufen unter 0800 400 33 33. Wie kann ich denn sicher gehen, dass das Wasser in meinem Haus unbedenklich ist? Ja, also die Wasserwerke garantieren ja ein relativ hochwertiges Wasser bis zur Haustür sozusagen. Genau. Ja. Manchmal lebt man in einem Altbau und da sind manchmal auch ältere Leitungen noch da, die brüchig sind oder die noch aus dem Material sind, das nicht so gut ist. Und hier gibt es eben den Tipp, dass man einfach mal sich mit der Mietergemeinschaft zusammentut und dann eine Wasseranalyse macht, auch mal den Vermieter anrufen und sagen, komm, leg doch auch ein bisschen was dazu. Kostet so 200 Euro, 200 Euro, ne? Jeder gibt so einen Zehner dazu, einen 20er dazu. Und dann hat man aber die Gewissheit, dass das Wasser gut ist oder wenn es nicht gut ist, dass eben Abhilfe geschaffen werden muss, denn dafür ist dann der Vermieter schon zuständig. Mhm. Guter Tipp ist, glaube ich, auch, das Wasser immer erst mal morgens vor allem ein bisschen laufen zu lassen, bevor man es trinkt. Ja, weil über Nacht können sich dann doch ein paar Keime bilden in der Leitung. Genau. Also Stehwasser. Ne? Kriege ich denn jetzt noch mal auf den Mineralstoffgehalt von Leitungswasser
Leitungswasser zu sprechen zu kommen. Wir haben ja eben im Film gesehen, das ist manchmal höher tatsächlich als von den gekauften Wässern. Kriege ich denn bei meinem Wasseranbieter Informationen darüber? Also die meisten Städte, so habe ich es ja auch hier in Hessen gesehen, haben ja im Internet die Werte offiziell bekannt gegeben. Da kann ich reingehen, kann ich anklicken, kriege eine PDF-Datei, kann mir das anschauen. Wir haben das jetzt mal für unsere Straße hier rausgeguckt, ne? Also von der Bertschramstraße das Wasser angeguckt. Und ich glaube, da waren 22 Milligramm Magnesium drin und 50 Milligramm Calcium. Super. Das sind tolle Werte für Trinkwasser. Ja. Ja, weil ich trinke ja, habe ja ständig dieses Trinkwasser. Ich habe es in Essen, ich mache meinen Kaffee damit. Ich trinke das so, wenn ich es als Sprudler nehme. Und die Summe, wenn ich dann so 2-3 Liter am Tag trinke, da decke ich teilweise meinen Magnesiumbedarf. Mhm. Nur mit dem Trinkwasser. Und das ist so eine tolle Sache. Ja, mit dem Lebensmittel, was man so mal gerade eben für sehr kleines Geld bekommt. Okay, ich habe bei uns zu Hause geguckt, 6 Milligramm Magnesium ist natürlich ein bisschen mickrig. Ne? Ja, ein bisschen ländlich. Wer Mineralwasser kauft, der hat die Qual der Wahl. Mit oder ohne Kohlensäure und wie viel Mineralien sollte denn ein Mineralwasser überhaupt beinhalten? Es gibt unzählige Sorten. Wasser ist eben nicht gleich Wasser. Mineralwasser trinken. Gerade im Sommer sehr beliebt und gesund. So könnte man meinen, aber ganz so einfach ist das nicht. Wann ist ein Mineralwasser gesundheitsfördernd? Ein gutes Mineralwasser sollte, wie der Name sagt, wertvolle Mineralstoffe enthalten. Das wird beim Landesuntersuchungsamt in Speyer kontrolliert. Wichtig sind vor allem Magnesium, Calcium und Natrium. Auf dem Etikett ist ein Analysenauszug und dort stehen die Gehalte an Mineralstoffen drauf. Und dort sollte ich nachsehen, dass ein mittlerer Mineralstoffgehalt mindestens gegeben ist. Und der liegt etwa bei 500 Milligramm pro Liter. Aber wie viel, wovon? Viel Magnesium enthält ein Wasser, wenn es über 50 Milligramm pro Liter beinhaltet. Viel Calcium heißt über 150 Milligramm pro Liter. Natriumreich ist ein Wasser bei über 200 Milligramm. Natriumarm bei unter 20 Milligramm. Wichtig für Menschen mit Bluthochdruck zum Beispiel. Was ist eigentlich besser, mit oder ohne Kohlensäure? Wasser mit Kohlensäure führt schnell zu einem Völlegefühl, stilles Wasser nicht. Dafür gibt es bei stillem Wasser ein ganz anderes Problem. Das Wasser kann schneller verkeimen, wenn die Flasche angebrochen ist. Und deshalb ist es wichtig, also dass man die Flasche wirklich an einem Tag leer trinkt, weil sonst reichern sich die Keime in der geöffneten Flasche an. Kohlensäure hingegen hemmt die Bildung von Keimen im Wasser. Keime vermehren sich übrigens dann besonders gut, wenn man aus der Flasche trinkt. Es ist also besser, ein Glas zu nehmen. Wie unterscheiden sich Glas- und Plastikflasche? Die gute Nachricht zuerst. Die gefürchteten Weichmacher in Plastikflaschen sind heute kein Thema mehr. Aber es gibt trotzdem Unterschiede, zum Beispiel bei der Lagerung. Wenn ich eine Plastikflasche gekauft habe, dann sollte ich darauf achten, dass ich die Flasche trocken lagere, sauber lagere, also nicht zum Beispiel im Keller neben dem Öltank oder in einem muffigen Keller, weil die Plastikflasche dann die Geruchsstoffe übernehmen kann, die dann sogar in das Mineralwasser übergehen und dann zu einem schlechten Geschmack im Mineralwasser führen können. Zudem ist das Wasser in Plastikflaschen nicht so lange haltbar wie in Glasflaschen. Und in Plastikflaschen entweicht die Kohlensäure schneller. Darf sich eigentlich jedes Wasser aus der Flasche Mineralwasser nennen? Nein, da gibt es schon klare Bestimmungen. Also es muss eine entsprechende amtlich gekennzeichnete Quelle sein. Es muss bestimmte Herstellungsverfahren unterworfen werden. Aber was nicht mehr gilt, und das ärgert mich auch ganz ehrlich, ein bisschen persönlich, es muss im Prinzip nicht mehr diese Menge an Mineralien haben, wie es früher war. Das war doch mal so, ne? Sonst muss es Tafelwasser, glaube ich, heißen. Genau, also dann, sonst ein Gramm Mineralien oder gelöste Bestandteile muss in einem Liter sein. Zum Beispiel. Und das ist nicht mehr so. Diese ist abgeschafft worden, weil wir im Rahmen der Europäischen Vereinigung eben auch anderen Ländern, die nicht diese Mineralstoffe in ihrem Wasser haben, was wir eigentlich haben, wir haben sehr gutes Wasser, eben der Markt nicht sozusagen versperrt wird. Mhm. Sondern dem Motto, dass die auch Mineralwasser verkaufen können. Das ist eben so, wenn man sich zusammentut, muss man Kompromisse eingehen. Hier würde ich einfach sagen, hey, wenn es Mineralwasser heißt und es sind keine Mineralien drin, ist der Begriff ein bisschen blöd. Wie fänden Sie das eigentlich jetzt, wenn man sich Leitungswasser nehmen würde, was nicht so viele Mineralstoffe hat, zum Beispiel bei mir jetzt, und so eine Magnesiumtablette oder Calciumtablette reinwirft?
Nee, also wenn Sie, ich weiß ja, Sie treiben relativ viel Sport, das heißt, Sie müssen auch viel Magnesium zu sich nehmen, dann würde ich schon dazu raten, dass Sie ein magnesiumreiches Mineralwasser verwenden für diesen speziellen Zweck. Denn diese Tabletten, da habe ich immer so ein Problem mit. Ich kenne einige Patienten, die zu viel davon genommen haben oder die Dosierung eben nicht richtig eingehalten haben. Und da kann man sehr leicht überdosieren, das heißt, diese Stoffe wirken dann im Magen-Darm-System negativ. Für Sportler gibt es ja sogar extra mit Sauerstoff angereichertes Wasser. Ja, das ist natürlich ein super Marketing-Gag. mir ist keine Studie bekannt, dass das irgendwas gebracht hat, sind 40 Milligramm Sauerstoff pro Liter. Bei jedem Atemzug ziehe ich mir mit Sicherheit deutlich mehr an Sauerstoff in meinen Körper rein. Also das brauche ich dann nicht mehr dazu. Es ist ja auch eher ein mineralwasserhaltiges Getränk. Es ist ja noch Fructosesirup drin, also es ist süß. Zucker. Das genau. Ziel immer. Ja, genau. Der Herr Knaus aus Weilburg, der hat uns gemailt und schreibt uns, kalkhaltiges Trinkwasser ist sicherlich von Nachteil für Wasserleitungen und auch für den Wasserkocher. Stimmt es aber, dass Bakterien wegen des Kalks kaum eine Chance haben und daher kalkhaltiges Wasser sehr gesund ist? Ja, mit den Bakterien hat das wenig zu tun. Es sind ja keine Bakterien drin, das wäre ja schlimm. Aber es ist eben so, dass dieses Calcium uns gut tut, das Calciumcarbonat. Und der Kalk ist Calcium, ja klar, Logo. Danke. So? Ja. Calcium-Phosphat, wie auch immer. Ja, ist ein bisschen länger her bei uns beiden. Aber im Endeffekt ist es so, dass es Calcium uns liefert. Und das ist ja positiv. Mit der Entkalkung, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt Entkalkungsanlagen. Da sollte man sich genau informieren. Denn da gibt es solche Austauscher, Ionenaustauscher. Und da kommt Natrium rein. Calcium geht raus, aber Natrium kommt rein. Das ist zwar schön, aber dadurch erhöhe ich natürlich auch die Natriumbelastung meines Trinkwassers. Das ist nicht für alle gut. Das haben wir eben auch gehört schon im Beitrag. Okay. Genau. Immer mehr Leute greifen ja zu stillem Mineralwasser. Ja. Das ist Wahnsinn. Ins Marktzuwächse gibt es da. Ne? Ist es jetzt eine Mode oder ist es tatsächlich sinnvoll? Also es klingt ja irgendwie sanfter und natürlicher. Also, ja, Sie haben es im Prinzip jetzt schon angedeutet. Es ist ein Trend zur Reinlichkeit, zur Ursprünglichkeit, nichts mit dem Wasser machen. Also das ist ein Trend, den wir zurzeit haben, den wir verspüren. Aber Vorsicht, wenn ich solches Wasser verwende, dann ist, also das war es eben im Beitrag auch erklärt, dann ist dieses Wasser auch nicht so lange haltbar, wenn ich es angebrochen habe. Ja, weil dann die Kohlensäure. Und ist es magenfreundlicher? Ja, das muss jeder mal so ausprobieren. Das wird immer gesagt, dass die Kohlensäure, dass die kohlensäurereichen Mineralwasser nicht so gut wären. Aber ich sag mal, beim 2-3 Mal Rülpsen, dann ist dieses Kohlensäure als Kohlendioxid ja auch weg. Ist schön, dass wir heute mal über alle Sorgen sprechen. Ja, sag mal, wie es ist. Meine Oma, die hat immer gesagt, wir sollen zum Essen nicht so viel trinken. Oh. Ist da was dran? Ja, bitte heutzutage nicht mehr. Also, wenn man Wasser zum Essen trinkt, ist das besser für die Verdauung. Aber das Warum hat die Oma das gesagt? Ja, das stammt aus einer Zeit, wo Armut da war. Und man hatte nicht jeden Tag Essen, man hat nicht zu jeder Zeit Essen gehabt. Und dann hat man damals gesagt, so, wenn du jetzt mal Essen hast, ja, für die nächsten Tage bitte dann nichts trinken, so viel wie möglich in den Magen rein. Trinken kannst du später, aber dann hast du erst mal Energie geladen. Es klingt, als wenn meine Oma aus der Steinzeit kam. Na ja, liebe Zuschauer, kennen Sie das auch? Zu Hause häufen sich tütenweise Pfandflaschen und Getränkekisten, also dann ab zum Automaten, aber dann nimmt der einige Flaschen nicht und dann andere gehen wieder rein. Wer blickt denn bei unserem Pfandsystem eigentlich noch durch? Das ist Mehrweg. Und das ist Mehrweg und das ist Einweg. Mehrweg, könnte ich mir vorstellen, ist was für das Festere, dass man das öfter verwenden kann. Aber ich bin kein Spezialist. Die Verwirrung über unser Pfandsystem ist groß. Ob Mehrweg oder Einweg, meist zählt für die Verbraucher nur eins. Ich achte auf den Preis. Was heißt das konkret? Dass ich nicht das Teuerste kaufe, sondern schon bewusst schaue, welches günstig ist oder sogar im Angebot. Da ich noch Studentin bin, schiebe ich die Verantwortung gerade noch so ein bisschen vor mir her. Ich kaufe das billigste Wasser. Warum? Wasser ist Wasser für mich. Aber Flasche ist eben nicht gleich Flasche. Wir sind in einem Getränkemarkt in Gießen. Verkäufer Markus Köstner weiß aus Erfahrung. Die meisten sagen, ich möchte ein günstiges Wasser haben. Die kaufen dann eine Einwegflasche. Und die sagen, ich bin bereit, ein bisschen mehr auszugeben, die kaufen dann halt auch die guten Mehrwegprodukte. Günstige Einwegflaschen, hoher Preis für die Umwelt, warnt Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund Hessen. Es ist so, dass die Einwegflaschen einmal produziert werden, einmal befüllt werden und dann weggeschmissen werden. Das ist von der Umweltbilanz insgesamt ganz schlecht. Der Experte rät deshalb Mehrweg statt Einweg, denn das ist umweltfreundlicher. So eine Plastikflasche kann bis zu 25 Mal wiederverwertet werden. Das heißt, sie wird einmal produziert, einmal fallen hohe Umweltkosten an und dann 25 Mal nicht mehr. Bei der Glasflasche sogar 50 Mal. Die kann 50 Mal wiederverwendet werden. Das Problem? Mehrwegflaschen erkennen viele Verbraucher oft nur, wenn sie genau hinschauen. In der Regel ist Mehrweg in der Flaschenmitte eingestanzt oder ein Mehrwegzeichen ist klein auf der Rückseite. Dieses Zeichen ist nur ein Pfandzeichen und ist auf Einwegflaschen.
Mit der Einführung des Dosenpfands 2003 sollten Dosen und Einwegflaschen gestoppt werden und nach vom Markt verschwinden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Mehr als die Hälfte des Wassers wird in Einwegflaschen verkauft und die verursachen eine Menge Müll. Das liegt auch daran, dass Verbraucher eben nicht wissen, ob sie Einweg oder Mehrweg kaufen. Der NABU Hessen fordert deshalb eine deutlich sichtbare Kennzeichnung auf Flaschen. Es wäre ganz einfach, wenn vorne auf der Flasche einfach auf dem Etikett draufsteht Mehrweg, Einweg. Das kann man ganz groß draufschreiben, wie es bei anderen Verpackungen auch üblich ist oder gemacht werden muss mittlerweile. Und dann könnte der Verbraucher auf den ersten Blick sehen, das ist jetzt eine Einwegflasche, das ist eine Mehrwegflasche. Ich kann mich ganz klar entscheiden. Das Bundesumweltministerium hat einen Gesetzesentwurf in Planung. Demnach sollen Schilder an den Regalen zeigen, ob es Einweg- oder Mehrwegflaschen sind. Das hessische Umweltministerium unterstützt den Kurs und steht allen Schritten, ob auf freiwilliger oder gesetzlicher Basis, positiv gegenüber, die zu einer erhöhten Mehrwegquote bei Getränkeverpackungen führen. Denn das schont die Umwelt. Sind Glas-Mehrwegflaschen eigentlich besser für die Umwelt als Plastik-Mehrweg? Es ist so, dass die Glasflasche im Mehrweg auf jeden Fall umweltfreundlich ist, aber nicht so umweltfreundlich wie eine Plastikflasche, weil sie schwerer ist. Das heißt, im Transport verbraucht die mehr Energie und dadurch wird die Umweltbilanz insgesamt schlechter. Die umweltschonendste Variante: Wasser in Plastik-Mehrwegflaschen aus der Region. So fallen nur kurze Transportwege an und dann schmeckt das Wasser doch gleich doppelt so gut. Ja, so sollen wir es ja jetzt machen. Wir sollen uns ja jetzt alle Trinkwasservorräte anlegen zu Hause. Jo. Wird ja gerade scharf diskutiert. Kann denn Wasser eigentlich schlecht werden oder muss ich diesen Vorrat alle Nase lang erneuern? Steht ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Solange die Flasche zu ist, solange keine Luft drankommt, nicht zur Außenwelt sozusagen Zugang hat, ist Wasser sehr, sehr lange haltbar. Gut. Wenn ich es aufmache, ist die Kohlensäure, das kohlensäurereiche Wasser natürlich besser geeignet. Wasser aus der Region in Mehrwegflaschen, haben wir gerade gehört. Wenn wir Mineralwasser kaufen, dann bitte dieses. Ist gut für die Umwelt, aber der Markt, der gibt natürlich noch viel mehr her. Hier hätte ich ein Fläschchen Fidschi-Wasser für knapp 4 Euro. Soll besonders rein sein, weil auf Fidschi natürlich wenig Industrie. Ja, dafür ist die Luft aber jetzt verpestet, weil es muss hier hingekommen ist mit irgendwelchen Schiffen, ne? Oder mit Flugzeugen. Ist natürlich ein Marketing-Gag. Irgendwo muss man irgendwo auch beim Wasser den Luxus haben und der wird hier bedient. Also die Trends sind da. Ja, die Frau Kluge aus Gelnhausen hat uns angerufen. Sie sagt, wir haben Chlor im Wasser. Kann ich es trinken und wie werde ich es vielleicht auch los? Kann sie es irgendwie rausfiltern? Chlor ist erstmal nicht unbedingt negativ. Also Chlor wird manchmal gemacht, um eben vorzubeugen, dass irgendwelche Verkeimungen stattfinden. Das kann mal sein. Aber es ist halt so, dass wir auch Chlor brauchen. Also Salzsäure, unsere Magensäure besteht zu einem gewissen Teil aus Chlor. Also Chlorid. Und dieses Chlorid nehmen wir über die Nahrung zu, über Kochsalz, aber auch über Wasser, ist nicht dramatisch, überhaupt kein Problem. Wenn man jetzt so viel trinken soll, dann wird Wasser ja einfach manchmal so ein bisschen langweilig. Ja. Und es gibt unzählige Flaschen im Regal im Supermarkt. Hier so aromatisierte Wässerchen mit irgendwelchen Zusätzen. Also Limette ist drin, Apfel ist drin, also in allen Geschmacksrichtungen. Kann man sowas empfehlen? Ist das, sind das Aromen? Ist das was Natürliches? Also erstmal sind es nicht nur Aromen, die hier drin sind, sondern es ist Säurungsmittel drin. Das ist, kann nicht jeder vertragen. Das andere ist, es ist Zucker drin. Ja, sie sind einfach gezuckert. Die sind einfach geschmacklich aufgepeppt, dass man eben das Wasser lieber trinkt, sollte man wissen. Das heißt, man nimmt auch Energie zu sich. Ich finde immer, mein Gott, man kann auch Wasser nehmen und spritzt da Zitronensaft rein von einer natürlichen Zitrone. Dann hat man eben nicht ein Säurungsmittel drin, sondern frischen Zitronensaft. Es wirkt genauso. Und so ein richtiger Trend, wir heißen ja schließlich Trends, ist ja im Moment dieses Infused Wasser. Infused. Das machen wir jetzt mal. Ja. Mit was infusen wir das Wasser denn? Ja, also zum Beispiel haben wir die, klar, jetzt die frischen Himbeeren, die wir hier nehmen können. Die kann man kombinieren zum Beispiel mit Minze. Ja, und das legt man einfach vorher waschen, bitte. Ja? Und dann legt man das eben rein. Das reicht im Prinzip schon aus. Ja, echt, ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt schön gefunden, so einen ganzen Ast rein, zu viel. So rum. So rum. Gut. Ja, und dann, und das gießen wir einfach auf. Aufgießen und dann über Nacht im Kühlschrank, wenn es geht, stehen lassen. Dann werden eben diese ganzen Aromaten entfaltet. Und dann hat man am nächsten Tag ein wunderbares, geschmacklich aufgepepptes Getränk mit auch sekundären Pflanzenstoffen, kann man durchaus sagen. Also Menthol ist ja positiv zum Beispiel von der Minze. Und aber bitte am nächsten Tag auch dann trinken. Also nicht länger stehen lassen, dann wird es auch faul. Okay, und hier haben wir noch Zitrone und Gurke, auch eine spannende Kombi. Ja, schmeckt sehr gut. Und auch ein bisschen Minze dazu, das gießen wir auch auf und lassen es schön und nachher schön kühl werden. Lassen es ein bisschen ziehen, was ganz Leckeres. Man sagt ja immer, und jeder Hollywood-Star, der gefragt wird, warum er so schön und so schlank ist, das ist das viele Wasser, was ich trinke. Macht Wasser schön? Ja, es macht schön, aber es ist nicht die Haut, die dann sozusagen aufgebaut
gebläht wird durch das Wasser, sondern es sind die vielen Stoffwechselendprodukte, die wir ja haben, jeden Tag, weil wir Energie verbrennen und auch Stoffwechsel betreiben. Und das wird mit dem Wasser hervorragend ausgeschieden. Das ist wieder das Thema vom Anfang. Ja, ich wollte gerade sagen, der schließt sich der Kreis irgendwie. Also ganz viel trinken heißt, der Körper bekommt die Chance, all dieses Gift, Stoffwechselendprodukte auszuscheiden. Und das belastet unsere Zellen nicht mehr. Und das macht dann schön. Ich fasse noch mal zusammen, liebe Zuschauer. Wenn schon gekauftes Mineralwasser, dann bitte ein gutes. Über 50 Milligramm Magnesium und über 150 Milligramm Calcium sollten drin sein. Wenn Sie Leitungswasser trinken, lassen Sie das Wasser laufen, bis es kühl ist. Dann sind Keime von abgestandenem Wasser weg. Und gerade jetzt, wenn es heiß ist, 2 Liter trinken pro Tag, sollten Sie schon und dann kontrollieren auf der Toilette. All das können Sie nachlesen im Internet unter service.hr.de. Die Kollegen von Hallo Hessen bekommen morgen drolligen Besuch. Shetland Pony Muffin kommt und bringt seine Trainerin Lisa Müller mit. Unfassbar, was so ein kleines Pferdchen für Kunststücke lernen kann. Muffin freut sich schon. Hoffentlich ist er morgen auch so gut drauf wie heute. Sie sollten jedenfalls auf jeden Fall mal reinschauen. Morgen bei Hallo Hessen ab 16.05 Uhr. Und wir sehen uns morgen wieder bei Service Gesundheit. Da geht es rund ums Auge. Und wir klären, ob man mit einem Sehtraining das Brilletragen hinauszögern kann. Sehr spannende Frage, finde ich. Jetzt aber erstmal zum Sommerwetter bei Alle Wetter. Schönen Abend noch und herzlichen Dank an Sie, Herr Lück. Vielen Dank. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Schön. So, dann.